Ich bin jetzt auf wtube.org. Hallo, ich bin Jenser Chris und ich habe da von einer Videoplattform gehört, wo auch ein veganer Koch ist. Und da ich ja Vegetarier bin und veganer Koch, und das passt doch bestimmt. Und deswegen habe ich mich mal angemeldet hier auf wtube. Und da gibt es eine Menge schöner Videos dann halt hier irgendwie. Ja, Katzenvideos gibt es hier, von irgendjemandem dann halt, ne? Also, ja, und WTube, das ist richtig, richtig gut. Also, da werden keine Daten gespeichert, da wird nichts zensiert oder sonst irgendetwas. All das Schlimme, was auf YouTube passiert. Und das ist übrigens hier dieser Koch dann halt, ne? Dieser vegane Koch. Hier hat er irgendwie auch irgendetwas gesagt. Und ich finde, das ist die richtige Plattform für mich. Da muss ich auch dann da drauf. Und deswegen habe ich mich hier angemeldet. Die Links hier oben, weiß ich nicht, was das soll. Ja, spenden tue ich jetzt nicht. Weil ich spende ja schon mit meinen Videos. Oder jedenfalls habe ich das vor. Also ich werde mal gucken, dass ich hier, also ich bin chris.org, ne, müsst ihr euch merken hier, den Kanal von ich bin chris.org. Und dann kann man dann hier ja, Sachen machen. Wobei, ich will hier nicht zu viel zeigen, weil YouTube mag die natürlich nicht. Ist ja auch klar, das sind ja Konkurrenten. Also da kann es sein, dass ich, weil die Konkurrenz von YouTube da ist, dann halt gesperrt werde. Also ja, ich habe noch 0 Views, weil ich keine Videos hochgeladen habe. Hier 0 Uploads. Aber ich werde mal ein paar Videos hochladen. Mal gucken. Vielleicht die christlichen Videos kann ich hier hochladen. Weil ich glaube, Christen werden ja auch verfolgt, ne? Und die werden ja wahrscheinlich auch irgendwann von YouTube verbannt und so. Und jetzt haben wir hier eine Heimat. Und zwar wtube.org. Na gut. Genug der Ironie und der Scherze. Aber ich habe mich hier wirklich angemeldet. Und ich werde hier tatsächlich Videos hochladen. Für alle, die es nicht so ganz mitbekommen haben. Ich habe das auch nur heute durch Massengeschmack TV gehört, dass hier der Artelitter mit zusammen anderen irgendwie eine Plattform hochgeladen, auf die Beine gestellt hat, wo man Videos hochladen kann, unzensiert. Und da kommen natürlich solche Verschwörungstheorie-Videos. Und da passen ja meine Videos auch sehr, sehr gut da rein, ne? Also christliche Videos sind ja auch Verschwörungstheorie-Videos, wissen wir ja dann halt, ne? Und deswegen passt das ja. Und zum anderen möchte ich ganz gerne, dass die Leute vielleicht mal richtige, gescheite Videos finden. Wobei, ich fange erstmal mit den christlichen Videos an. Das könnte sogar passen, weil leider ist es so, dass viele Christen auch in dieser Verschwörungsecke reingeraten sind. Ja, und vielleicht kann ich ja dann diese Christen dann mit meinen Videos erreichen. Und ich glaube, dass der Kampf gegen solche Leute vielleicht sogar ganz gut funktioniert, wenn man da einfach mal Videos hochlädt, die vernünftig sind. Also ich glaube, da wird ziemlicher Schwachsinn hochgeladen auf dieser Plattform. Und den kann man am besten, glaube ich, kontern, wenn man endlich mal was Vernünftiges hochlädt. Ich bin mal gespannt auf die Kommentare, ob es überhaupt jemand findet. Wahrscheinlich wird keiner diese Videos, die ich hochlade, finden. Aber ja, ich versuche es einfach mal. Ich versuche es einfach mal mit irgendwelchen Videos von mir. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, meldet euch da an. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt nicht getraut, hier meine normalen Passwortdaten anzugeben. Das heißt, hier bei den Anmelden habe ich bewusst ein Passwort genommen, was ich nirgends verwende. Weil ich weiß nicht, wie sicher das Passwort ist und ob die dann irgendwie irgendwann das Passwort haben oder sowas, will denen nichts unterstellen. Wahrscheinlich ist es sicher oder so. Aber naja, und wenn da irgendwann die Polizei kommt und diese Plattform hochnimmt und dann die Benutzerdaten nimmt, ja, also mein Standardpasswort, was ich da sonst immer verwende, ist es jetzt nicht. Das ist ein anderes Passwort, ihr könnt es ja mal erraten oder versuchen zu erraten. Natürlich ist es das Passwort, ich finde Attila gut. Das ist, ach, jetzt habe ich es verraten. Ich bin doch blöd. Ich muss es, glaube ich, ändern. Naja, vielleicht ändere ich ja jetzt mein Passwort hier auf dieser Plattform.
Na gut, okay. Ja, und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, was hier passiert, und schreibt da mal in die Kommentare, was ihr dann auch so hier finde, wollt oder so, was ich dann da mal hochlade, und meldet euch an oder sonst irgendetwas. Also ja, ich wünsche euch jetzt noch Gottes Segen. Ich weiß nicht, ob ich noch jetzt Stopp mache, dann halt den Kanal mal ein bisschen fülle und dann mal schaue, was dann mal passiert. Also ja, das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Aber wie viele Videos müsste ich denn hochladen, um hier in der Liste zu kommen? 8, 8, 7, 8, 6, 6. Das heißt, ich bräuchte 6 Uploads. Na, sagen wir mal besser 7 Uploads. Dann käme ich schon hier in diese Liste rein. Ja, das wäre ja gar nicht mal so verkehrt. Dann käme ich auf der Startseite in die Liste rein. Vielleicht lade ich auch 10 Videos hoch. Dann käme ich ja hier hin. 11 Videos, 14 Videos, 15 Videos. Mal gucken, wie viel ich hochlade. Ja, das versuche ich mal zu machen. Also ja, da nehme ich mir mal einfach die Zeit und lade da mal auf den Kanal vernünftige Videos hoch. Übrigens, ich werde gerade abgehört, habe ich gerade gemerkt. Achso, wahrscheinlich habe ich sowas ähnliches wie mein geheimer Spion hier, der sich Alexa nennt. Irgendwie habe ich so ein Schlüsselwort gesagt, weil Alexa ist gerade blau geworden. Wobei jetzt, wo ich ihren Namen wirklich sage, da reagiert sie jetzt nicht. Naja, irgendwie komisch. Naja, aber soll euch jetzt nicht interessieren. Ja, ich wünsche euch jetzt noch Gottes Segen. Habe ich zwar schon gemacht, aber ich war jetzt hier so ein bisschen verwirrt oder so. Ja, und dann schauen wir mal, was passiert. Und vielleicht bin ich hier kurz noch irgendwie was anderes ein, dass ich euch irgendwas zeige, wo ich dann da irgendwie den Kanal gefüllt habe mit meinen Videos. Das wäre auch vielleicht gar nicht mal so verkehrt, ne? Ja, mittlerweile habe ich 27 Videos hochgeladen. Das sind hier Wissensvideos und Lieder ein bisschen was und meine Geschichten, beziehungsweise Isas Geschichten habe ich hochgeladen. Also hier Isas Geschichte und hier meine Geschichte. Let's Plays habe ich hochgeladen. Und ja, das habe ich mittlerweile gemacht. Und mal gucken, was denn da sonst noch alles so passiert. Übrigens im Bereich der aktuellen Kategorien gibt es da durchaus auch ein paar Videos von mir. Das hier sind zum Beispiel 2 Videos von mir, die da gerade angezeigt werden. Hier sind 2 Videos von mir, die da angezeigt werden. Da ist ein Video von mir, was da angezeigt wird. In Gaming werden nur meine Videos angezeigt, weil wenn man mal in Gaming reinguckt, also hier habe ich 1, 2, 3, 4 Videos hochgeladen und die Rest, die sind auch schon ein bisschen älter. In Gaming lädt keiner hoch und da lade ich dann da etwas dann da hoch. Also Gaming lade ich was hoch. Hier, das ist ein Video von mir. Ja, mal gucken, wie viele Videos ich dann da noch hochlade. Ach ja, hier oben bei der Startseite, wo dann halt die Kanäle empfohlen werden, hier in der Liste dann halt. Da bin ich dann auch schon zu sehen. Und hier an dieser Stelle, also so ungefähr in der Mitte, bin ich dann da zu finden. Kann man dann draufklicken und dann kommt man zu meinem Kanal. Ja, und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann geht doch mal hier drauf auf meinen Kanal. Die anderen Videos braucht ihr ja nicht anzuschauen. Und klickt mal hier ein bisschen rum und dann bekomme ich Views und dann steige ich auf der Startseite auf. Und ja, so könntet ihr dann dafür sorgen, dass meine Videos auf die Startseite kommen. Das wäre ganz nett, wenn ihr das tun würdet. Ich wünsche euch jetzt noch Gottes Segen und mal schauen, was dann noch so alles passiert.